Mein Name ist Sebastian Walzel, ich bin von der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Ich bin dort Teil eines vierköpfigen Teams, das einen Exist-Forschungstransfer bekommen hat. Bei uns geht es darum, einen 3D-Druckprozess für Keramik weiterzuentwickeln. Also die ersten Keramikteile, die sind 25.000 Jahre alt, die man gefunden hat, sogar noch älter. Die Herstellungsweisen haben sich natürlich über die Zeit leicht verändert, aber letztendlich nicht strukturell. Man muss sich im Grunde angucken, was machen die jetzt schon vorhandenen konventionellen Hersteller. Und die haben zwei große Probleme. Das ist einmal, dass ihnen eben ein produktives oder ökonomisches Verfahren zur Herstellung sehr komplexer Bauteile fehlt. Und zum anderen haben sie in 90% der Zeit Ordereingänge von unter 50 Teilen. Ja? Und das in der Kombination ist perfekt für 3D-Druck. Wir haben jetzt einen Prozess, der sozusagen sich insofern abhebt von den schon vorhandenen, dass er wirklich eigens für die Keramik entwickelt worden ist. Und man hat bei den anderen Prozessen zwei richtige Nachteile. Das ist entweder, dass es sehr unproduktiv sind, das geht sehr langsam, oder dass man die Qualität der Keramik nicht hinbringt. Und man kann als drittes auch noch sagen, dass die Teile relativ klein nur sein dürfen. Wir möchten Bauteile machen, die also eine sehr, sehr hohe Qualitätsanforderung erfüllen und gleichzeitig aber aufgrund der Möglichkeiten, die uns der Prozess bietet, sehr günstig hergestellt werden können. Und damit sind wir eben auch in der Lage, ein Angebot zu schaffen, was es in der Form noch nicht gibt. Die Zielgruppe sind im Grunde schon die konventionellen Industrien, die bis jetzt auch Keramik einsetzen. Man muss sehen, dass das sehr breit gefächert ist. Das geht also von der petrochemischen Industrie über die Luft- und Raumfahrt. Es ist eigentlich überall, dass man Keramikteile findet. Man sieht sie nur nie, weil die immer im Versteckten arbeiten.